tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Magnezone vor. Magnezone ist die Weiterentwicklung von Magnetilo und Magneton und hat wie diese einen Elektro-Stahl-Typ, was ihm eine Doppelschwäche gegen Boden, eine Schwäche gegen Feuer und Kampf, eine Resistenz gegen Normalpflanze, Elektro-Eis, Psycho-Käfer, Gesteindrache, Fee, eine Doppelresistenz gegen Flug und Stahl sowie eine Immunität gegen Gift gibt. Magnezones Basiswerte stechen vor allem im Spezialangriff und in der Verteidigung hervor, wobei auch die Spezialverteidigung noch ganz ordentlich ist. Die EV verteilen wir hier voll in KP und Spezialangriff, dazu ein mäßiges Wesen, um den Spezialangriff zu maximieren. Als Fähigkeit nimmt man entweder Robustheit oder Analyse, wobei ich für mein Magnezone Robustheit spiele, damit ich auch im Notfall mal einen marodierenden Sweeper stoppen kann. Im Moveset nutze ich Donnerblitz, Voltwechsel, Lichtkanone und Donnerwelle. Donnerblitz und Lichtkanone sind Magnezones Mainstep-Attacken. Mit Voltwechsel kann es für einen sicheren Switch sorgen und immer noch ordentlich Schaden verursachen. Und mit Donnerwelle hat Magnezone eine Möglichkeit, den Gegner zu paralysieren und somit trotz seiner eher schwachen Init den Gegner anschließend zu überholen. Als Item eignet sich zum einen Überreste, um für ein wenig Heilung zu sorgen, oder auch ein Luftballon, um Magnezones größte Schwäche vorübergehend zu umgehen. Magnezones Rolle im Kampf ist eine Mischung aus Tank und Supporter. Zum einen kann es durch seine guten Verteidigungswerte und 12 Typen, die es nur schwach oder gar nicht treffen, eine Menge einstecken und im Gegenzug mit seinen enormen Spezialangriffswert ordentlich austeilen. Und auf der anderen Seite kann es allerdings auch mit seiner Donnerwelle gegnerische Sweeper verkrüppeln und eigene Sweeper mit seinem langsamen Voltwechsel sicher ins Spiel bringen. Zumindest sofern der Gegner nicht schon vorher paralysiert ist. Alternativ kann man Magnezone auch anstatt mit Donnerwelle mit Kraftreserve Eis und einer Offensivweste spielen. In diesem Fall empfehle ich allerdings die Verwendung der versteckten Fähigkeit Analyse. Das war's jetzt aber erstmal von meinem Magnezone und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.